Hallo Freunde des kleinen YouTube-Sports, grüße euch. Jawohl, ich bin jetzt gerade mal unterwegs. Ihr wundert euch, natürlich komme ich mal direkt auf den Punkt. Hey, wieso kommt jetzt gerade im Moment kein Livestream mehr? Oder warum geht es gerade nicht mit Zombie Army weiter? Weil Zombie Army habe ich vor kurzem erst das letzte Video raus. Ich habe jetzt kein Material mehr, ich muss das wieder was aufnehmen. Da komme ich aber gleich zu, warum das im Moment so nicht ist. Bei Mafia 3 habe ich noch ein bisschen Material. Moment. So, und da kann ich noch laufen lassen. Ich habe die Woche jetzt Spätschicht und da kann ich dann halt mal ausschlafen und dann kann ich mal streamen und was aufnehmen. Also habe ich jetzt mal vor. Für die, die es nicht wissen, ich mache im Moment ein Praktikum in einem Schwimmbad und ja. Der Job, der ja, der frisst ziemlich viel auf. Wie soll ich das sagen? Fängst am morgens mal 7:30 an, 7 Uhr oder mal um 6:30. Und meistens, wenn es montags morgens 7, dann hast du eine Schulklasse, die kommt, oder einen Schwimmkurs. So, und sonst fangen wir um 7:30 an. So, das heißt dann, die haben zwei Whirlpools in dem Schwimmbad, die werden leer gepumpt. Da fängst du dann schon mal an mit so einem Wischpad, also mit, stellt euch das einfach vor wie so ein Schrubber. Ja, Schrubber kommt dann hinterher über die Riffe. Ihr kennt ja Schwimmbad. So, ich mach's jetzt mal für die Leute, da müsst ihr euch den Rest denken. Ne, da, außenrum habt ihr diese Riffels, wo das Wasser abfließen kann. So, die werden dann immer eben angeschrubbt mit so einem Zeug. Wegen Algen, Dreck, Schmutz, irgendwas. Und dann habt ihr so eine Art Wischmopp, ja, der, mit dem tut ihr dann mal die ganzen Pools von innen ein, balsamieren. So, dann außenrum alles um die Pools rum, dann haben zwei davon. So, dann haben wir so eine Kneippanlage, das ist ein kaltes Becken, da sind Steine drin, also ihr kennt dann Tretbecken, so ungefähr ist das, genau. Und ja, nach Dekostein, das muss dann alles eingeschrubbt werden mit so einer, mit so einem Schrubber und so. Und das machst du nicht mal eben so. Dann haben wir eine große Sauna, eine Schiefersauna, die ist draußen, die hat 100 Grad. Dann haben wir drinnen nochmal drei Saunen mit 85, 75 und 65. Jo, die machst du mal. Die Bänke, also die Matten raus und einmal durchflitschen, Wasser rein und sauber machen. Und die Bänke mal im Sommer wegen dem Schmutz, weil bei uns in den Saunen nur mit ohne Textil, also nackt. Ja, wir haben keine Saunen, die Bekleidung, wo die Leute mit Bekleidung rein dürfen, sondern ultra nackt. Ja, und dann, wenn du zu spät dich hast, machst du Saunaaufgüsse. Willst mit einem Handtuch und gibst da mit so einem Zeug dann über diese heiße Steine, weil unten Feuer, in der Schiefersauna ist Feuer und Spiralen hast du in der Aufgusssauna drinne und dann auch so Zeug drüber, halt der Dampf nach oben, dann wedelst du die Leute alle an und so weiter, so, es zieht sich hin, also bist da schon 20 Minuten mit beschäftigt pro Runde, ja, das schlaucht, sondern hast du dann morgens dann also bei der Frühschicht, also nach dem Saubermachen, das war heute zum Beispiel, da dachte ich, ey, du machst auch die Rutschen, wir haben zwei Rutschen, auch die Rutschen werden sauber gemacht. Ja, da geht schon mal, ja, man merkt die Muckis und Muskelkater und oh, du bist froh, wenn du dann Feierabend hast und kannst dann endlich nach Hause irgendwann. Und du willst noch was für deine Fitness tun, weil ich mache im Moment nur ein Praktikum da. Und ich will aber da mehr draus machen, ich will so einen Job, weil da kann man gutes Geld verdienen, ja, endlich mal wieder. Und einigermaßen Spaß macht's auch. Und das ist ja die Hauptsache. So, und wenn ich dann morgens um 7 anfange, dann stehe ich auf um 5 Uhr. Dann geht der Wecker um 5 Uhr. Dann habe ich schön gemächlich Zeit, mich fertig zu machen. Ich musste sogar auch Samstag arbeiten und Sonntag arbeiten. Sonntag muss ab 9, 7 Uhr da sein. Jeden Morgen bis auf Montag. Montag, das kannst du sagen, ist komplett Reinigung. Und ab, ich muss mal den Arm wechseln. Und ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, beziehungsweise die Tage, wo du nicht spät, sondern Frühdienst hast,
tust du dann ja die Sauna reinigen. Das ist so immer das Prozedere, weil jeden Tag, wir haben viele Saunagäste und jeden Tag, also es ist der Wahnsinn, wir haben Aufgüsse, die fangen ab 13 Uhr an und hören um 21 Uhr auf. Jo, geil, sage ich. So, und Donnerstag, Freitag habe ich Spätschicht, das heißt, ich mache auch Saunaaufgüsse, darf ich jetzt, weil ich mal zwei schon mal komplett alleine gemacht habe und nochmal eine mit Aufsicht und sage, ist okay. Ab jetzt darfst du dann, wenn du Spätschicht hast, Saunaaufgüsse machen. Ich so, nein. So, und dann für die, die Frühschicht haben, dann machst du morgens immer wieder die Saunen sauber, außer montags, Anfang jeder Woche, wird da mal komplett das Bad gereinigt, kannst du sagen. Ist viel Putzen, viel. Aber du hast dann in der Spätschicht, wenn du sagen wir mal, in der Spätschicht arbeitest, dann brauchst du dann nur mal einmal Wasserproben. Es werden dreimal am Tag werden Wasserproben genommen. Und wegen Chlor und pH, nicht Horsepower, ja, wenn ihnen gehalten, ob das alles in Ordnung ist, weil die ist ja dann für die Kunden und so weiter, wenn die schwimmen. So, wenn du dann immer einen Feierabend hast, um 14:30 ist Feierabend, wenn du um 6:30, 7:00, für 14:30, viertel vor drei halt, je nachdem wann die kommen. Wir haben auch welche, die machen dann auch Ausbildung, das heißt, die müssen auch noch schwimmen. Und danach, wenn du dann auch noch mal schwimmen gehst und du bist dann so, ich sag mal, 20 Minuten, 25 Minuten im Wasser und ziehst da deine Bahn runter. Moment. Ja, dann bist du nur noch froh, wenn du aufgehst. Bist du, oh mein Gott, du gehst schön langsam in die Dusche. Dann trocknest du dich ab, ziehst dich an, gehst dann nach vorne und gehst dann bis vor, dass auf dem Weg nach Feierabend und hast dann keinen Bock, auf den scheiß Bus noch zu warten. Was machst du? Laufen. So, und jetzt musstest du dir das mal überlegen, in einer von euch. Ich laufe 4 Kilometer. Jeden fucking Tag. Jo, kein Witz. Das heißt, somit bin ich noch eine Stunde unterwegs, verspiele noch ein bisschen Pokémon Go. Hm? Wenn ich ein Bierchen habe, ja gut, dann setze ich mir mal eine kurze Pause, weil ich schlaucht echt mal schon. Es ist nicht so, dass ich sage, ich will auf jeden Fall streamen. Ich habe ja beim letzten Stream von Outlast 2, ich habe alles schon geändert. Wegen Thumbnail, wegen Takes, Videobeschreibung, habe ich schon gemacht. Weil ich angedeutet habe, dass ich ein neues Horrorspiel habe, es gab es umsonst. Und ich das auch machen will. Ich will auch überlegen, wann. Jetzt so die Uhrzeit, ich bin froh, wenn ich zu Hause, Beine hoch, eben duschen, was essen. Ich habe beim letzten Mal kam ich auch, war ich um 19 Uhr zu Hause, von der Frühschicht. Weil du schwimmst erst noch, ich habe mal 14:30, hast du, ja, und dann kommen dann erst dann bis zu 16 Uhr, viertel nach, weil die auch noch schwimmen. Und dann wegen Übergabe und so weiter, das ein oder andere ist dann noch mal ein bisschen länger da. So, wenn dann unser einer dann erst um 16 Uhr ins, dann schwimmen geht, dann ist es 20 nach, dann hast du 16:30, und dann gehst du schon durch mal zwei drei Sachen einkaufen noch muss und dann musst du noch nach Hause, dann hast du schnell immer mal 18:30. Und dann bist du froh, wenn du zu Hause mal nichts machen musst, einfach mal abschalten, relax, take it easy. So sieht's aus. Und das mache ich jetzt und mir ist das Praktikum wichtig, weil wenn ich da jetzt alles gebe, und das mache ich gerade im Moment, hoffe ich, dass ich die Stelle kriege, dann habe ich wieder festen Job, dann kriege ich so wieder Material, ey. Jo, das wäre mal nämlich nicht schlecht, weil ich habe mir so einen Penner bei mir wohnen gehabt, der ist einfach dumm, der ist einfach ein Stück Scheiße ist das, ey. Das so was Niederträchtiges gibt es gar nicht, ey. Dann nimmst du den auf und dann machst und tust und dann kriegst du einen Arschschritt, weißt du? Dann wirst du von so einer blöden Mistsau angeschrieben. So eine Deutsch, Grammatik, Rechtschreibung, total für den Horst. Genauso doof wie er, genauso doof im Schreiben. Da kriegst du einen Hals, echt. Und womit hat man das? Muss ich mich? Ich hätte den Penner auch vor der Tür schmeißen können. Ganz ehrlich, ich kann froh sein, dass ich ihn aufgenommen habe ab Oktober, ab letztes Jahr. Und dann kommt er mir dann so mit seiner. Und dann würde ich gar nicht erst aussprechen. Da gibt es keine Ausdrücke mehr für. Ich würde normalerweise ihm das Gesicht umgraben, aber ich packe keine Kinder an, die dämlich sind. Damit musst du dich dann auch mal rumschlagen. Dann hast du auch noch mal so ein Hirnfucking und dann musst du das echt abstellen und dann fängt das Praktikum und dann an und dann, weil du vorher bei Revo gearbeitet hast, die beuten dich auch nur aus Zeitarbeitsfirma, kannst du sowieso vergessen. Ja, 9,25 €. So, da stehst du morgens auf, fährst dann eine gute Stunde, bist du bei der Arbeit, fängst morgens um 6 Uhr an. Ich habe bei Duschkamp in Schulte gearbeitet, ne? Und da fährst du eine Stunde in Sundern, Moment, von Gleiterhaus, Stunde fahren.
So, und dann, da haben wir den Alarm. Ja, lange schon nicht mehr Vlogs gemacht. Und ja, und dann machst du ein bisschen nach drei, so, und dann hast du zwischendurch mal zwei Baustellen noch gehabt. Und ja, wenn du dann erst um 4:30 zu Hause bist, anstatt um 4, da geht schon mal was, da wird schon mal was flöten. So, und dann am Monatsende, dann kriegst du 1.200 € raus. Und was sagt der Ebu? Fuck you. Erstmal ziehen wir dir mal 100 € für Fahrtkosten ab. So, du fährst mit vier Leuten und jeder muss 100 € an die Zeitarbeitsfirma abgeben. Ich denke, what? Was ist das? Ja, ihr denkt, ja, genau. Aber was bleibt denn für eine Wahl? Dann geht's weiter, da musst du noch mal 250 €, weil du auch Nebenkosten hast, ne? Du hast Miete zahlen und hast ein paar. Ich habe damals viel Scheiße gebaut und habe da noch ein paar Schulden am Abtragen und so weiter. Da musst du dir bei der Zeitarbeitsfirma einen Vorschuss von 250 € holen. Das sind 350 € zusammengerechnet, die sind weg. So, damit du den Arsch am Kacken halten kannst. So. Und wenn der nächste Lohn da ist, dann wird sie wieder abgerechnet. Dann musst du wieder mit 250 und hast wieder, also jeden Monat die 350 als Ausgabe. Das heißt, ich hätte in der Art und Weise ein ganzes Jahr, so wie ich das mitgekriegt, ein ganzes Jahr musst du bei der scheiß Zeitarbeitsfirma arbeiten, dass du, wenn du dann eine Chance hast, von der Firma, wo du ausgeliehen zum Arbeiten, dass die dich eventuell dann übernehmen. Ein ganzes Jahr immer diesen Scheiß. Nett. Da habe ich dann gesagt, weißt du was, deck mich am Arsch, das ist mir zu blöde, kündige. Ja, dann kriegst du natürlich deine 30%, darfst beim Amt wieder ankacken gehen und die hauen dir nochmal für monatlich dann 120 € die 30%. Ja, geil. Und dann hast du 30%, gehst du mal irgendwo für 30, da steht da 30% Rabatt. Hier, 30% sind vielleicht 30 Cent oder so. Ja. Das ist ein Vergleich, das ist voll für den Horst, aber du wirst total ausgebeutet. Was ist 30%? 30% beim Amt? Jo, geil, immer so richtig schön fahrtfiesten, so. Und wenn du 30% für so eine Packung Aufschnitt oder Käse kaufen kannst, da kann ich mir gleich die richtige Packung kaufen, die hält etwas länger. Diese 3, 4, 5 Cent, da kannst du doch drauf scheißen, aber Deutschland ist sowieso für den Arsch. Gut, Video geht schon zu lange wahrscheinlich. Hoffentlich hat es euch so einigermaßen gefallen. Ich strick mir jetzt noch ein, zwei Jahren und dann gehe ich mal weiter nach Hause. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Im Moment, das für ein Praktikum läuft ab 4. Februar diesen Monat. Das sind jetzt, ich habe jetzt heute angefangen, meine dritte Woche angefangen. Dritte Woche. Hab dann noch morgen und Mittwoch früh und Donnerstag und Freitag habe ich spät. Und dann habe ich das Wochenende frei. Letztes Wochenende musste ich arbeiten. Ja, und dann die Busse kommen entweder zu spät oder da bist du zu früh auf der Arbeit und tummelst eine ganze Stunde da oben rum. Und ich denke, da laufe ich. Ja, zwischendurch, das ist der Pokémon, da kannst du Eier ausbrüten mit. 10 Kilometer musst du ja laufen für so ein blödes Ei. Und dann hast du das jetzt zack, zack, zack. Hältst du erstens, läufst du, bewegst du, bleibst du fit, anstatt dass du dann da sitzt und bist dann auf der Arbeit. Das schlaucht schon, Leute, das schlaucht schon. Und vor allen Dingen, weil ich da sonst immer nur zu Hause rumgesessen habe, als Couch-Potato, weißt du, zocken, aufnehmen, machen, tun. Musste jetzt erstmal so diese Sportliche bei mir wieder raus. Und ich denke, boah, ey, du glaubst gar nicht, wie einem das hart fischt, ey. Richtig hart fischt, ey. Mit Gräten. So, Freunde, ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich hoffe, ihr habt wenig Geduld mit mir. Ich will auf jeden Fall angefangene Let's Plays noch zu Ende bringen. Und ich will auch noch mit dem Stream wieder weitermachen, wo ich beim Outlast 2 im Abspann dann noch ein bisschen was erzählt habe. Könnt ihr euch dann nochmal reinziehen, damit ihr wisst, worum es geht. Und ja, ich muss gerade für mich den selber einen Rhythmus finden, dass ich sage, okay, mit der Arbeit, das geht jetzt. Und ich habe dann noch so viel Power, noch Ausdauer, dass ich sagen kann, ich kann mich auch zu Hause noch mal hinsetzen, mal mit 2 Stunden streamen oder sonst irgendwas. Was im Moment, ich meine, wenn ich viele Leute andere sehe, die keine Arbeit haben, sitzen nur zu Hause rum und streamen dann halt 6, 12 Stunden, wo ich denke, boah, Anna-Maria, da habt ihr kein anderes Leben oder was? Ich gehe lieber arbeiten und verdiene mal ein bisschen Geld. Und YouTube kannst du nicht mehr reich draus werden. Der Apfel ist gegessen und wenn jetzt Artikel 13 durchkommt, dann ist sowieso geldgeiles Deutschland. Und nicht nur Deutschland, da hängen dann noch andere Sachen mit dran. Aber da haben die dann auch keine Chance mehr. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine andere Streaming-Plattform, die sich da so ein Schlupfloch findet, sucht und macht.
Keine Ahnung. Wollen wir mal abwarten. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen da. Wenn nicht, ist mir dann auch wurscht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende mal angeguckt habt. Und ich würde sagen, ciao mit Ciao. Euer Virus. Ey, peace. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Grüßt euch, euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eurer Virus Visions. Ciao, BV.